So, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einer Runde Schach verstehen mit 15 plus 10 am gepflegten Sonntagmittag. Ich bin ein bisschen später dran, ne? Ja, ich habe mich ein bisschen vertrödelt, ne? Ich habe noch einen Walk über die Felder gemacht, wie man so sagt, ne? Ohne Hund, ja, ich habe keinen Hund. Ne? So also einen Walk über die Felder gemacht und kam der Regen noch dazu, ne? Und hat der Rückweg ein bisschen länger gedauert. Ne? Ja, wie auch immer. Nichtsdestotrotz, ne, machen wir unsere Sonntags-Mittags-Session mit gepflegtem Schach, mit gepflegtem Schnellschach und hoffentlich auch mit einem etwas besseren Ton als zuletzt. Ne? Also was ihr da jetzt hier so auch so leicht bläulich schimmern seht vor mir, das ist ein neues Mikro, das ich mir angeschafft habe. Ne? Keine Werbung, weil habe ich gekauft. Ne? Also ne, hier kriegst du nichts geschenkt. Ne, heutzutage kriegst du nichts mehr geschenkt, auch kein Mikrofon mehr. Das alte, das war auch schon 8 Jahre alt, das ist mir einfach mal runtergefallen. Also jetzt nicht so tief, also jetzt nicht auf dem Boden oder so, aber schon aus der Halterung auf den Schreibtisch und da hat es wohl irgendwas innen drin etwas zerlegt. Es hat zwar noch was getan, aber es klang irgendwie nicht so, als ob es so richtig sein sollte. Und dann habe ich ja die letzten Videos und auch Streams mit dem Headset versucht. Und das war nicht so überzeugend, ne? Vom Klang her. Ne? Also ich gelobe Besserung oder beziehungsweise habe gelobt und habe mir jetzt hier, ich hoffe, was Anständiges, ne? Aber zum erschwinglichen Preis. Ja, also ich zahle ja drauf hier, ne? Also, ne? Es soll ja Streamer geben, die leben davon, ne? Ja, also ich weiß nicht, in welchem Himmelreich die und welchem Paradies die leben, ne? Also ich zahle ja drauf, aber das hier habe ich mir jetzt mal gegönnt. Und muss aber noch ein bisschen einstellen, ne? Also ich hoffe, man hört mich. Das wäre doof, wenn ich jetzt die ganze Zeit hier rede und kein Schwein hört mich. Hätte ich was falsch eingestellt, ne? Aber ich habe zumindest einen Ausschlag hier, der mir sagt, ja, also theoretisch müsste das Mikro eigentlich was aufnehmen. Und ein bisschen rumgebastelt gestern noch, also gestern erst gekommen, mit Filtereinstellungen und Positionierung und hast du was. Also einfach nur, damit es halbwegs vernünftig klingt, ne? Oder vielleicht auch, wenn ich mit leiser Stimme ein bisschen näher rangehe, ne? So diese Radiostimme, die eigentlich erst nach Mitternacht auf WDR, welcher Sender auch immer, ne, einen in den Schlaf trödelt. Nee, nee, jetzt sind wir, vielen Dank, Haribett, klingt gut, Mahlzeit, ja, auch für dich. Und jetzt steigen wir die Bütt und spielen Schach und hoffen, dass es nicht nur der Klang gut ist, ne, oder zumindest besser als vorher, sondern dass auch das auf dem Brett was passiert, ne? Und das ist ja viel wichtiger, ne? Dass wir irgendwas aufs Brett zaubern, das irgendwie ansatzweise Sinn und Verstand macht und jetzt ja erstmal wieder diesen Netzhautschlag versetzt mit dieser farbigen Vorankündigung der Partie. Also dieses Farbintro von chess.com kommt mir immer noch nicht richtig gut rüber. Wir spielen gegen einen Gladiator, das ist ja auch schon mal was. Gladiator 650, aber ein Bildchen hat er noch nicht. Also wenn ich schon Gladiator 650 heiße, dann würde ich mir aber auch ein Bildchen anschaffen. Also ein richtiges, ne? Ja, und Gladiator 650 aus dem schönen Spanien. Ja, könnte doch eigentlich guter Stimmung sein, ne? Nach dem Start in die EM. Und ich wollte schon gerade sagen, will nicht gegen den Feuervogel spielen, tut's aber und spielt das Frohmgambit. Ja, gut, da weiß er noch gar nicht, dass wir das jetzt gleich ablehnen werden, wenn er D6 spielt, weiß man ja nicht. Aber wir wissen, dass er ein Rating hat von 2060, ne? 2060. Da werde ich jetzt mal versuchen, das hier einzugeben und zwar ohne, dass mir die Software wieder abschmiert. Ja? Das ist jedes Mal ein kleines Abenteuer. Weil das ist ein Textfenster, das ich jetzt von Hand fülle mit der Ratingzahl des Gegners und es kommt nicht selten vor, dass mir meine OBS-Streaming-Software dabei abschmiert oder zumindest dieses Eingabefenster abschmiert. Also beim letzten Test habe ich gesehen, dass die Übertragung trotzdem noch läuft, aber bei mir sieht es dann auf dem Bildschirm ein bisschen wild aus, sage ich jetzt mal vorsichtig, ne? So, ich versuche das jetzt nochmal hier die 2060 schön langsam einzutippen, so dass ich die Software nicht verschlucken muss. Ne? Ich mache mal die Sternchen weg. 2060 und OK klicken und das scheint geklappt zu haben. So, und jetzt wieder back und wir spielen das Frohmgambit natürlich mit dem abgelehnten Frohmgambit. Jetzt hat er vielleicht gedacht, ich habe noch aber lange nachgedacht. Ne? In Wirklichkeit habe ich jetzt nur mein Overlay angepasst.
Und habe jetzt auch mein Chatfenster wieder weg, ne? Also was ihr oben als Chatnachricht angepinnt seht, ne, das hat jetzt Wirksamkeit. Während der Partie habe ich das Chatfenster ausgeblendet. Ihr könnt euch also untereinander unterhalten und Zugvorschläge machen, bis der Schacharzt kommt. Ihr müsst keine Sorgen haben, dass das irgendwie ein Backseat-Gaming oder ein Vorsagen oder irgendwas in der Richtung werden würde, denn ich sehe das gar nicht. Ne? Also ich blende das Chatfenster erst wieder ein, wenn die Partie zu Ende ist und wir uns zusammen die Analyse angucken. Bis dahin ist das ausgeblendet. Das ist viel besser, als wenn ich jetzt irgendwie auf Emote-Chat oder was auch immer umschalten würde. Dann könntet ihr euch eben auch nur diese Emote-Bildchen um die Ohren schlagen. Und da hat ja die deutsche Sprache oder überhaupt die Sprache, die hat ja doch mehr erfunden in den letzten paar tausend Jahren als nur so Emotes, ne? Also ich glaube schon. Also lange Sätze, ne? So, Springer C6 ist eine interessante Fortsetzung, statt auf E5 zu schlagen, aber sie ist uns nicht unbekannt, deswegen spielen wir einfach E4. Na, denn wenn er jetzt mit dem D-Bauern auf E5 schlägt, D6 schlägt E5, haben wir eigentlich nur eine Zugumstellung im abgelehnten Frohm-Gambit. Und wenn er mit dem Springer auf E5 schlägt, ist ein bisschen interessanter, dann spielen wir D2, D4. Wenn er das macht, ja. Dann spielen wir D4, dann wird er wahrscheinlich hier schlagen, dann spielen wir Dame schlägt F3 und es ist auch eine Stellung, die wir bereit sind zu spielen, wenn wir das Frohm-Gambit ablehnen. Ja, wir haben ja jetzt hier das Frohm-Gambit bislang abgelehnt, ich habe im Moment auch noch nicht die Absicht weiter zu schlagen. Jetzt spielen wir Läufer B5 und die Ablehnung des Frohm-Gambits ist ja nicht das, was die Eröffnungstheorie als Bestes empfiehlt und auch nicht das, was die Engine als Bestes empfiehlt. Aber wenn man es, die Alternative dazu ist ja, das Gambit anzunehmen. Und das ist ja genau das, was Schwarz will. Und das ist auch das, was man dann eben recht genau kennen sollte als Weißspieler. Ja, und irgendwann mache ich mir vielleicht mal die Arbeit und lerne das angenommene Frohm-Gambit im Detail. Denn das sollte man dann schon machen, wenn man das spielt. Denn das ist ja nicht ohne Grund nicht objektiv ganz korrekt für Schwarz, aber sehr chancenreich. Ne? Und wenn man das dann mal einmal gelernt hat, ne, erst recht, wenn man so ein alter, grauhaariger Kopf ist wie ich, ne, dessen Gedächtnis auch nicht mehr das ist, was es mal war, dann kommt es wahrscheinlich dann wieder auf 4 Wochen nicht. Ne? Und wenn es dann wieder kommt, haben wir es wieder vergessen. Ne? Also dann lieber das abgelehnte Frohm-Gambit spielen. Da muss man zwar auch ein bisschen was zu, oder ist hilfreich, ein bisschen was zu kennen, aber man muss keine Zugfolgen auswendig lernen. Zumindest nicht in jeder Konstellation, die es auf dem Brett gibt. Ne? Auch hier können jetzt wieder Sachen passieren, wo ich sage, ja stimmt, das hast du dir ja mal angeguckt, das hast du auch analysiert. Das steht ja auch in deinem Buch, ne? Gibt ja zum abgelehnten Frohm-Gambit ein Buch von mir. Aber es ist ja, heißt ja nicht deswegen so, nur weil ich das vor, wie alt ist das jetzt? 2 Jahre, ne? Oder 2,5 Jahre, dass ich das da geschrieben habe, dass ich jetzt jede Seite oder jede Zeile in diesem Buch auswendig im Kopf habe, ne? Also in meinem Kopf, also, da habe ich, ich hätte jetzt fast gesagt, da habe ich Wichtigeres, ne? Aber ja doch, ein paar Sachen, ne? Ne? Also Geburtstag der Ehefrau und so, ne? Also da sollte man aufpassen, ob man diese Speicherplätze freigibt für Schachvarianten. Das kann sonst Ärger geben. Also irgendwann mal, ne? So, hier möchte ich immer diesen Doppelbauern machen, wenn es geht. Und deswegen schlage ich jetzt schon sofort. Und jetzt habe ich nichts dagegen, diesen Läufer auf G4 zu treten, denn vielleicht tauscht er jetzt auf F3, sonst muss er wieder zurück. Oder nach H5. Ne, macht er so. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir, Schwarz war kurzzeitig im Genuss des Läuferpaars, jetzt aber nicht mehr. Ja, und was er jetzt noch, jetzt ist er im Genuss in Gänsefüßchen einer schlechten Bauernstellung, nämlich eines isolierten Doppelbauern in der C-Linie und eines isolierten Einzelbauern, ja, isolierter Einzelbauer, isoliert das immer, ne? Einzeln, auf der A-Linie. So, ja, und das schlecht. Ja, also wir werden wahrscheinlich gleich in der Analyse nach der Partie sehen, dass die Engine zu der Stellung nach sagt, naja, ist ja nicht so schlimm für Schwarz, ne? Aber ich frage mich immer, was die künstliche Intelligenz da eigentlich umtreibt, ne? Denn vielleicht sagt sich eine KI oder AI, ne, je nachdem, ob man es Deutsch oder Englisch die Abkürzung verwenden will, dass man mit diesem Doppelbauern überleben kann. Ja, kann man wahrscheinlich auch, aber wahrscheinlich kann man in so einer frühen Phase, ne, weniger als 10 Züge gespielt, sagt eine Engine wahrscheinlich zu jeder Stellung im Schach, wenn man nicht gerade schon Material hergegeben hat, das kann Schwarz überleben oder halten. Wenn Engines gegeneinander spielen, dann sind ja 98% aller Partien Remis. Aber es ist halt unangenehm, ne? Für Schwarz. Hm? Also Weiß kann problemlos auf Endspiel spielen von hier aus, ne?
und hat dann eine Chance. Ob die Chance dann ausreichend ist, um die Partie zu gewinnen, das wird man dann in jeder einzelnen Partie sehen. Ne? Das ist so ähnlich wie in der Abtauschvariante in der spanischen Verteidigung oder spanischen Eröffnung. Ne? Auch da gewinnt nur einer, ne? Wenn einer gewinnt. Ne? Also das ist ein Weiß. Schwarz gewinnt die spanische Abtauschvariante eigentlich nie. Aber er hält halt in sehr, sehr vielen Fällen Remis. Ne? Aber hier, also das ist das, schon fast eine Wunschvorstellung, nicht Wunschvorstellung, eine Wunschstellung ohne Vor, die man mit Weiß erreichen möchte, wenn man das Frohem Gambit ablehnt. Das hat jetzt ja hier nichts mehr mit Frohem Gambit zu tun, ne? Also Schärfe, ne? Also Königsangriff von Schwarz unter Bauernopfer. Ne? Es hat kein Bauernopfer gegeben, es gibt aber auch keinen Königsangriff von Schwarz. Ne? Stattdessen gibt es diese miese Bauernstellung, die er da hat. Und als nächstes spiele ich vielleicht, also würde ich gerne Läufer G5 spielen. Und den Springer F6 fesseln. Und wenn er das nicht zulässt, dann spielen wir jetzt, weil er lässt das deswegen nicht zu, weil jetzt ja hier unten was hängt, ne? Aber deswegen spielen wir jetzt Springer B nach D2, um diesen Springer nach C4 zu bringen. Weil er von C4 aus unter anderem nach hinten wirkt, indem er B2 überdeckt. Und dann kann der hier wieder. Ne? Aber weil er natürlich auch auf C4 an und für sich ein Mörderfeld hat, ne? Das ist das Blockadefeld oder ein Blockadefeld zu diesem Doppelbauern. Das perfekte Blockadefeld wäre hier C5, aber C4 ist auch eins. Ich glaube, ich weiß aber nicht mehr, wie das Wort heißt dafür. Ich glaube, da hat der Hans Kmoch, der Vater der Kunst der Bauernführung im Schach, in seinem legendären Schachbuch, das auch so heißt, die Kunst der Bauernführung, Klammer auf, wenn ihr das mal irgendwo antiquarisch seht, ne, für 5 Euro oder was auch immer, kaufen, ne, Klammer zu. Das ist ein Klassiker, also wie nehmt zu welch mein System? Das nächste wichtigste Buch ist die Kunst der Bauernführung. Da hat er bestimmt einen Begriff für, glaube ich. Das Blockadefeld ist, glaube ich, das erste, was direkt vor so einem Doppelbauern, isolierten Doppelbauern ist. Und eins entfernt, weiß ich, ob das auch Blockadefeld heißt oder einen etwas anderen Begriff. Der hat auch Begriffe, die kann sich kein Mensch merken, die hat sich auch nicht, haben sich auch nicht durchgesetzt. Ne? Also Widder und Hebel, ne? Das sind Begriffe, die sind sehr wichtig, auch heute noch in der Schachtheorie, um Dinge zu erklären. Und spielen wir doch jetzt mal, ne? Springer C4. Bei anderen Begriffen hat sich das nicht durchgesetzt. Ne? Also der hat auch, der Kmoch, versucht, eine Unterscheidung zu machen zwischen der kurzen Seite eines Bauern, also von dem hier, und der langen Seite. Ja, also zu der einen Richtung hat der Bauer ja weniger Felder frei als zu der anderen. Hier sind es 3, ne, zum Königsflügel hin und 4 zum Damenflügel. Das hat er irgendwie Louvre- und Lee-Seite genannt. Ich ruche hier übrigens jetzt mal kurz. Ich drohe damit nämlich, wenn er jetzt auch ruchiert, drohe ich auf H6 zu schlagen. Aber das nur am Rande. Hat er Louvre- und Lee-Seite genannt, aber der war wahrscheinlich Segler, ne? Oder der kannte sich aus auf dem Meer. Ich kann mir das ja nicht merken, ich weiß ja nicht, welche Seite da Louvre und Lee die windabgewandte oder die windzugewandte Seite ist, weil die kürzere sollte, glaube ich, die windabgewandte sein, aber selbst das weiß ich schon nicht. Ne? Ich kann mir da nur Backbord und Steuerbord merken. Also das kann ich. Da habe ich eine einfache Eselsbrücke. Ne? Da müsst ihr die R's zählen. Also wenn ihr auch so eine Landratte seid wie ich, ne? Ob Backbord jetzt rechts ist oder links, ne? Und Steuerbord links oder rechts. Das könnt ihr euch merken, indem ihr in den beiden Worten Backbord und Steuerbord die R's zählt. Das Wort, das mehr R's hat, das rechts. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwo steht, ob ich mir das selber ausgedacht habe. Oder ob es die Eselsbrücke gibt, ja. Aber ich mache das so, ja. Und in Steuerbord sind halt 2 R's, ne? Eins hinter dem Steuer und eins in dem Board. Und im Backbord ist nur ein R. Und deswegen ist Backbord links und Steuerbord rechts, ne? Ja, so macht der Moritix das. So. Jetzt spielt er Dame E7, weil er vielleicht auch gesehen hat, dass er tatsächlich nicht kurz rochieren kann. Und jetzt kann ich den Läufer entwickeln. Ich kann aber auch König H1 spielen. Dann gibt es keine Schachs irgendwie mal so, ne? Irgendwie so Zwischenschachs mehr, die mich irgendwie stören könnten. Und dann lasse ich den Läufer auf C1 erstmal stehen. Denn wenn er jetzt weitermacht, wenn er jetzt nicht kurz rochiert, da muss er ja wahrscheinlich Springer D7 spielen, was ja auch keine schlechte Idee wäre, ne? Springer D7, um den Springer nach B6 zu bringen. Ne? Das wäre eine Idee. Ja, macht er auch. So, aber da machen wir jetzt auch was.
Dame G4 kann man spielen. Oder B3. Ich glaube, ich würde jetzt sogar viel lieber B3 spielen, um auf Springer B6, Springer E3 zu spielen und den Springer nach F5 zu überführen. Ich schwäche mal hier die schwarzen Felder. Wie Hulle. Das stört mich gar nicht. Das stört mich gar nicht. Denn hier sowas, ne? Der Springer muss nicht auf C4 stehen bleiben. Der kann auch dahin. Das ist durchaus eine Idee, also gar keine schlechte Idee von Schwarz zu sagen, wenn ich den Springer nach B6 bringe und es irgendwie schaffe, dass der abgetauscht wird, dann kann ich ja meine schlechte Bauernstellung auflösen. Mit C7 schlägt B6. Ne? Genau, das macht er auch. So, das ist der Plan von ihm. So, aber ich kann jetzt ja sagen, ich wunderbar, dass der König auf H1 steht. Ne? Ich kann jetzt doch, denke ich, ich spiele ja rasend schnell für meine Verhältnisse. Ne? Ich kann jetzt Springer E3 spielen, denn der kann auch nicht gefesselt werden. Ne? Springer E3 und Läufer C5 ist jetzt keine Fesselung mehr des Springers E3. Ja, ja, herzlichen Glückwunsch, das muss aber jetzt auch spielen. Ne? So, und jetzt könnte man überlegen, die Damen zu tauschen, ne? Und zu sagen, jetzt gehen wir doch mal einen Schritt näher Richtung Endspiel, ne? Oder aber. Na, also das wäre jetzt Dame F6 wäre jetzt ja quasi ein erzwungener Damentausch. Könnte er nur mit Dame F8 verhindern. Aber was ist denn eigentlich jetzt hiermit, ne? Was denn hiermit? Da droht mal zumindest ein unangenehmes Schach. Es hängt H6. Also wenn er den vorzieht, dann ist das vielleicht wirklich ein unangenehmes Schach. Wobei kriege ich den Springer nicht mehr raus, ne? Okay, Springer G4. H5. Die Frage ist aber, ob der Springer da überhaupt raus will, dann, ne? Dann geht immer noch. Ne, geht nicht. Dann Springer F6 Schach, König. Uiuiui. Naja, es ist wirklich die Frage, ob der Springer dann da raus will, ne? Also wovon rede ich, ne? Ich rede von Springer G4, H6, H5, Springer F6 Schach. Sieht ja bombenmäßig aus, wie der Springer da steht. Das Problem ist nur, er kann hier und hier und hier und hier nicht wieder zurück. Ja, das heißt, wenn er dort angegriffen wird, mehrfach, dann müsste ich ihn genauso mehrfach decken. Das weiß ich nicht. Das geht. Habt ihr gemerkt, das Mikro hat gerade rot gemacht. Rote Lampe. Das heißt, ich habe es ausgeschaltet. Ich habe auf jeden Fall, dass ich es ausgeschaltet habe. Das neue Mikro hat hier so einen kleinen Soft-Toucher. Und wenn ich den drücke, ist das Mikro stumm geschaltet. Und das sieht man optisch daran, dass die Lampe nicht mehr blau leuchtet, sondern rot. Seht ihr das überhaupt? Oder sehe nur ich die Leuchte? Nö, ihr seht auch ein bisschen was an Leuchte, ne? Genau. So, und dann leuchtet die rot. Da hat mir nämlich jetzt gerade jemand gepflegten Kaffee reingebracht, dankenswerterweise. Bin ich nämlich nach meinem Feldspaziergang nicht mehr zugekommen, den Kaffee aufzusetzen. Und damit ihr mich jetzt nicht schlürfen hört, ne, ist leider nicht die Feuervogeltasse, aber man kann nicht alles haben. Damit ihr mich jetzt nicht schlürfen hört, mache ich nochmal rot und trinke. Ist doch der Haber, oder? Der Moritex hat Spaß. Aber spaßen wir zurück zum Schach. Springer G4 und H5 und Springer F6. Man kann natürlich auch sagen, ich ziehe nach H5 den Springer wieder nach E3 zurück und betrachte das als eine Schwächung, zu der ich den Gegner gezwungen habe. Das kann man auch sagen. Ne? Wie gesagt, die Alternative ist Dame F6, die ich sehe. Tauscht.
Ja, die ist auch nicht schlecht. Dann spielt er wahrscheinlich König E7. Da muss der wieder zurück. Der Turm. Also die Alternative ist auch nicht schlecht. Da könnte man sagen, steht der auf H6, der schwarze Bauer, nicht sogar schlechter als auf H5, weil er auf H6 halt auch von dem vom Läufer von C1 aus noch unter Beschuss genommen wird, ne? Ja, also die Idee mit Springer G4 ist interessant. Aber ich bin mir da nicht sicher. Oder sie ist komplizierter. Und ob ich nach meinem langen Feldspaziergang den Kopf schon wieder so frei habe. Ne? Springer G4, H5, Springer F6, Schach. Ja, vielleicht sogar eher König F8 statt König. D8. Also kurze Rochade kann er nach Dame F6 eigentlich nicht spielen, ne? Sonst fällt der Läufer auf H. Und hier unten sehe ich eigentlich nichts. Also hier jetzt im Bereich des Damenflügels, ne? Dass hier irgendwelche Einbruchsmöglichkeiten unangenehmer Art passieren. Ne? Also der Turm A1 kann immer nach B1. Der Springer von B6 hat zwar hier einen Tausch angedroht, aber mehr ist auch nicht. Ne? Also der hat hier keine Felder, der hat hier keine Felder. Wenn A5 kommt, kommt A4. Ne? Also ich glaube, ich spiele es mal einfach. Dame F6. Kunst der Vereinfachung. Ach, ich sehe schon die. Durch die geschlagenen Figuren sehe ich gerade im Overlay, seht ihr die Ratingzahl unseres Gegners nicht so ganz so schön. Ne? Da stehen die 2060 jetzt an einer ungünstigen Stelle. Das werde ich bei der Anpassung des Overlays, vielleicht sogar schon heute irgendwann im Laufe des Tages, sagen wir mal in einer Halbzeitpause oder so, ne, noch anpassen, damit das da ein bisschen schöner ist. Oder ich mache es noch anders. Ja, ich mach's noch anders. Also was mich ein bisschen stört, muss ich gestehen, das ist die, dass ich das von Hand hier mal eingeben muss, ne? Das Rating der beiden Spieler, weil in diesem Zoom-Modus, wir sind hier im ja, oder Kino-Modus hieß das auch mal, in dieser Ansicht des Brettes auf chess.com, Fokus-Modus, glaube ich, kann der auch heißen. Lass mal gucken, wie heißt er jetzt richtig, damit ich jetzt nicht wieder Blödsinn rede. Theatermodus, ah, doch Theatermodus, werden halt ein paar Sachen ausgeblendet. Das Brett wird dadurch etwas größer und die Spielernamen und Rating und Uhrzeiten wandern auf die linke Seite, wie das hier seht. Aber aus irgendwelchen mir nicht erklärlichen Gründen meint man, auf das Rating der Spieler verzichten zu können. Und das finde ich ein bisschen sehr Theater oder Fokus oder Zoom oder so. Und damit man das sieht, ne, tippe ich das dann immer von Hand ein. Auf der anderen Seite, rechts unten, da sitze ich aber jetzt gerade vor, da steht jetzt auch die ganze Zeit während der Partie im Kleingedruckten, was die Spieler für ein Rating haben. Aber das ist ein variables Textfeld da unten. Da muss ich mal gucken, ob ich das ausschneiden kann im Overlay und verschieben kann. Ne? Dann würde das Sinn machen. Hier würde ich jetzt denken, dass man auch schon ein bisschen aufpassen muss, auch eher. Aber ich glaube, ich auch gerade, ne? Sehe ich gerade, dass der Turm auf der sechsten Reihe ja auch vielleicht C6 ein bisschen bedroht. Aber da muss man ein bisschen aufpassen. Wenn er jetzt Läufer E7 spielen würde, wenn man den schlägt, dann frage ich mich gerade, ob der nach König D7 überhaupt noch was hat. Ja, dann hat er nach König D7 noch das Feld C3. Aber das hat er dann nach Läufer B4 auch nicht mehr. Und die Sache ist in die Hose gegangen, ne? Also der Bauer auf C6 hängt gar nicht. Oder zumindest noch nicht. Ja, sowas wäre jetzt auch eine Idee, ne? Für ihn. Genau. So, jetzt müssen wir irgendwohin zurückziehen. Nach F2 eher nicht, also nicht unbedingt auf ein schwarzes Feld. F3 oder F1. Ich neige fast eher zu F3, damit ich auch noch in der F-Linie verdoppeln kann, wenn ich will.
Und auf F3 steht er ja auch vergleichsweise sicher, ne? Ja, außerdem kann man dann auch gleich sowas spielen. Kann man ja auch noch ein bisschen Druck drauf tun. Hier hat man auch gegen sowas eigentlich nicht viel einzuwenden. Aber erstmal den Läufer hier noch ins Spiel bringen. Ne? Kurze Rochade ist vielleicht auch ein bisschen, jetzt muss er rechnen, ne? Was passiert dann auf Springer G4? Hm? Dann könnte ich den Springertausch erzwingen. Also wenn er kurz rochiert, kann man ja Springer G4 spielen, Angriff auf H6, ja, H5, Springer F6 Schach und Gabel. Ne? Springer schlägt F6, Turm schlägt F6, also die Springer getauscht. Ja. Dann wiederum ist der jetzt hier wirklich, ne? Auch auf der sechsten Reihe kann der angegriffen werden. Aber mir gefällt eigentlich mein Springer, ne? Ja, er bereitet das, wenn man so will, vor. Aber dann spielen wir doch jetzt Läufer B2, oder nicht? Läufer B2, dann kann er kurz rochieren. Dann kann ich Turm AF1 spielen. Und wieso habe ich mehr Zeit als mein Gegner? Der Gladiator ist eher, es ist eher eine langsamere Kampfsportart, die er betreibt, ne? Aber ist jetzt nicht der, mit dem feinen Florett. Aber das waren die Gladiatoren ja sowieso nicht, ne? Ja, jetzt muss ich aufpassen, dass ich als gelernter Althistoriker nicht anfange, die Gladiatoren im alten Rom zu erklären, ne? Weil wir sind ja alle geprägt von dem Film, ne? Gladiator. Also, und der war auch jetzt nicht so schlecht, also auch historisch. Ja, also auch historisch. Ist das nicht ganz verkehrt, was da dargestellt wurde? Also, besser so als anders, ne? Also, Gladiator gehört zu den Filmen, mit denen man sich zumindest seine althistorischen Kenntnisse nicht komplett kaputt machen kann. Da gibt's auch andere, ne? Da gibt's auch andere. Also schlechtere. Wobei über Elizabeth Taylor als Kleopatra, ne, kann man ja auch so und so eine Meinung haben, ne? Aber eindrucksvoll auf alle Fälle. So, Turm AF1, allein nur damit er wieder anfangen muss nachzudenken. Das ist jetzt auch ein bisschen eine Knetstellung. Ja, also da kann man jetzt auch ein bisschen kneten. Also eine Magnus-Carlsen-Stellung ist das auf jeden Fall. Ne? Der wird die kaufen, sofort. Hm? Ich kann mir kaum einen Spieler vorstellen, der so eine Stellung hier gegen Magnus Carlsen mit Schwarz nicht verlieren würde. Also der Gegner mit Schwarz und Magnus Carlsen mit Weiß. Ne? Kann ich mir nicht vorstellen. So, jetzt hat er die Idee, den Springer nach E6 zu bringen. Ja, ist ja auch eine gute Idee. Ne? Ist ja auch eine gute Idee. Deswegen müssen wir jetzt hier erstmal den angreifen. Und mit dem meine ich den. Da stehen wir jetzt ja zweimal drauf. Und entweder zieht er den Springer wieder zurück oder er deckt mit dem Turm. Da muss aber aufpassen, welchen Turm er nimmt. Ne? Denn wenn er jetzt etwas vorschnell Turm B nach E8 spielt, dann kann es sein, dass er nach Springer A5 den Bauern auf C6 verliert. Mal so in den Raum gestellt. Und den Springer wieder nach D7 zurückspielt, was man natürlich machen kann. Ne? Ja, aber da habe ich ja gerade gesagt. Jetzt habe ich ja gerade gesagt, was passiert denn jetzt auf Springer A5? Ne? Wäre das bereits der schnelle Fall der Schwäche, ne? Von der ich ja schon seit dem sechsten Zug spreche, als wir sie erzeugt haben, diese Schwäche. So, kann ich dann irgendwie decken? Ich wüsste eigentlich nicht. Und irgendwie kommt man auch wieder raus mit dem Springer, glaube ich doch. Geht vielleicht auch noch schöner, aber
Er kann sich dann allenfalls, ne, hier hinsetzen. Ja, schön. Aber mehr auch nicht, ne? Also. Springer A5. Beide Türme, beide weißen Türme stehen auf weißen Feldern. Das ist recht hilfreich, wenn man vermeiden will, dass man in irgendeine Läuferfalle, man sagt da glaube ich gar nicht Gabel zu, ne? Aber ein schwarzfeldiger Läufer, ne, der dann gerne einen Turm irgendwie fängt, das ist ein bisschen schwierig, wenn die Türme auf den weißen Feldern stehen. Ne? Dann macht ein schwarzfeldiger Läufer, da, der guckt ja immer ziemlich scharf dran vorbei, ne? Knapp, also eigentlich, aber immer. Ne? Also der König steht auch auf dem weißen Feld, in der Ecke H1 gibt es also auch keine Schachs. Also die einzige Figur, die da ein bisschen Ärger machen kann, ist der schwarze Springer. Ja, aber jetzt schlage ich doch trotzdem auf C6, oder nicht? Soll ich dann da nicht wieder rauskommen? Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, warum ich da nicht wieder rauskommen soll. Also, Springer schlägt C6, Springer B7. Was anderes gibt's ja nicht. Springer schlägt C6, Springer B7, um zu verhindern, dass der Springer rauskommt. Ja, aber da spiele ich im Zweifelsfall sogar Läufer C3 und der Springer kommt nach B4 wieder raus, ne? Also warum soll ich den nicht nehmen können? Das kann ich nicht wieder penne hier, ne? Aber warum soll ich den nicht nehmen können? Und jetzt hängt auch noch A7. Sollte das eine Musterpartie werden? Musterpartie für das abgelehnte Frohengambit? Das wäre für so einen Samstag natürlich, für Sonntag natürlich nicht schlecht. Ja, A6, genau. Ja, aber jetzt gehe ich wieder zurück, ne? Glaube ich. Hier stand ich ja bombig, ne? Also hier stand ich ja prima. Also warum soll ich auf C6? Ja gut, ich kann natürlich auch jetzt hier hingehen und sagen, ich stelle mich hier hin. Wobei das Schach hier nicht viel bringt, ne? Also eigentlich finde ich, dass der Springer auf C4 perfekt steht. Besser als auf D5. Auf D5 kann er auch mal mit C7, C6 vertrieben werden. Also ich gehe da wieder hin. Da gehe ich wieder hin. Ich mache nochmal ein Kaffee-Mute. Gibt's das Wort? Wenn man das Mikro ausschaltet, nennt man das ja muten, ne? Also auf Englisch, ne? Also mute, ne? M-U-T, also mut mit einem E hinten dran, ne? Ja, und wenn man das macht, bevor man den Kaffee zum Mund führt, dann nenne ich das ab jetzt einen Kaffee-Mute. Ne? Wieder ein neues Wort, ne? Ja, muss halt gleich mal in der Duden-Redaktion anrufen und sagen, Leute, ne? Buchstabe K, ne? Noch nicht veröffentlichen, da kommt noch was zu. Der Kaffee-Mute. Entdeckt im Spiel gegen Gladiator 650. Also diesem Schachfreund Gladiator, dem sollten wir wirklich mal einen coolen Avatar, ne, ein Bildchen verpassen. Ihr seht ja bei mir unten, ne, da ist ja nicht ohne Grund das kleine Bildchen bei mir, ne, das ist ja der Feuervogel links, ne, und rechts ist der Dark Knight, ne, das schwarze geflügelte Ross. Weil ich ja eben mit Weiß den Feuervogel spiele, F4, und mit Schwarz so Dark Knight System gegen alles, ne, Springer C6. Deswegen dieses Bildchen. Und das habe ich auch nicht jahrelang gesucht im Internet oder so, sondern das habe ich selbst gemacht, ne? Also ich und die KI, ne? Also das ist ein KI-generiertes Bild, ne? Ist doch geil, ne? Also, so. KI hin oder her. Ja, und jetzt spielen wir den Springer wieder nach C4, ne? Weil dann hängt er doch wieder, der Bauer. Auf E5. Ja, gut. Jetzt hängt er nicht mehr. Alles klar. Jetzt hängt er nicht mehr. Das ist aber auch alles. Jetzt haben wir erstmal mehr bauen. Das kann ich mir ganz gut A4 vorstellen. Einfach mal so.
er wird, also eine aktive Idee für Schwarz ist ja immer noch Springer E6, ne, und Springer F4. Es kann also sein, dass es eine gute Idee wiederum für Schwarz, für Weiß ist, mal G2, G3 zu spielen. Ja, dann kommt er ja nicht mehr hier hin, ne? Ja, ja. So, außerdem will er hier Schuss nehmen auf C2. Ich dachte, ich müsste niesen, habe deswegen gemutet. Will er Angriff nehmen auf C2, aber da steht ja nun der Springer auf C4 dazwischen, ne? Und zwar so dazwischen, wie man überhaupt nur dazwischen stehen kann. Und deswegen spiele ich jetzt G3. Ja, aber da kannst du ja dann sonst nicht mehr hin, ne? So, dann spielen wir jetzt. Achso, Moment, dann kann er den spielen. Ist aber egal, glaube ich. Springer G5, Turm F2, Läufer C5, Turm E2. Das ist interessant. Ist es tatsächlich? Ja, aber das wahrscheinlich gar kein Bauernopfer ist. Weil das wahrscheinlich gar kein Bauernopfer ist. Ja, das war gut. Andererseits kann der Turm danach auch wieder nach F3 zurück. Ich denke jetzt tatsächlich über G4 nach.
Aber das habe ich unterschätzt. Das habe ich unterschätzt. Das weiß ich nicht. Der Springer, den fand ich irgendwie stärker als den Läufer. Den nehme ich weg. So, jetzt ist der C2 wieder gedeckt von der Seite. Und der Springer ist frei, irgendwas zu tun. Jetzt wollte ich doch G5 spielen. Das war doch eigentlich der Plan. Gewinne ich nicht im Bauern? Noch ein? Er will E4 vorziehen. Irgendwie Komplikationen schaffen, aber ich bringe, glaube ich, jetzt den Springer nach E4. Dahin. Thema Blockadefeld, ne? Das ist jetzt ein definitives Blockadefeld. E4 ist das Blockadefeld vor dem Bauern E5. Und es gibt keine bessere Blockadefigur als ein Springer. Da würde jetzt auch, glaube ich, clever. Und dann will er, er will hier rüberziehen
So, aber jetzt hat er im Moment die siebte Reihe entblößt, ne? Und damit kann ich jetzt Turm C7 Schach spielen. Blockadefigur Springer und den Satz noch zu Ende bringen, da würde auch Jan Gustafsson nicht widersprechen und sagen, ja, also wenn es um eine Blockadefigur geht, ist der Springer stärker als der Läufer, ne? Wir können Jan Gustafsson ja mal fragen, ne? Ihr könnt ihn ja mal fragen, wenn ihr den beim Stream zuguckt, wie das denn so ist mit dem Läufer und dem Springer und der Moritex, der wird immer ganz andere Sachen erzählen als er. Und da wird der Jan Gustafsson ganz trocken zum Teebecher greifen. Ich glaube, der trinkt mehr Tee als Kaffee, ne? Und sage, ja gut, deswegen bin ich auch Großmeister und der Moritex ist nur eine Pfeife, ne? Hat auch recht. Recht hat er. So. Wir switchen rüber zum Analysefenster, weil ich weiß gar nicht, ob ich heute noch eine zweite Partie schaffe. Aber das analysieren wir. Und wir switchen rüber ins. Ja, richtig. Boah, haben wir schlecht gespielt? Nee, Moment mal. Also, langsam. Also, erstmal mache ich das Chatfenster wieder offen, ja, damit ich dann auch sehe, was ihr dazu zu sagen habt. Wo ist mein Chatfenster? Hier. So. Halt, das muss ich erst anpinnen. Ich habe noch nichts gesehen, Kinder. Ich muss. Ah! Macht ja mein Pin-Haken hier. So, Enter Pin-Mode. So, damit er nicht ständig verschwindet. Der Pin. So. Ja, 1950er, vielen Dank. Das mit dem Zeitmanagement hat hier viel besser geklappt als sonst bei mir. Aber er hat auch sehr langsam gespielt, ne? Muss man dazu sagen. Ne? So, Zug 33, Springer schlägt E5, sollen wir uns angucken. Alles klar. Springer schlägt E5, da oben nochmal. Ja, da muss aber was dran sein, ne? Vielen Dank fürs Folgen. Call me Zimmy. Ja, dann nenne ich dich auch Zimmy, ne? Ja, I'm fine, Power Ranger. Na, so weit bis hier. Also, die Genauigkeitswerte, die sind natürlich, ne? 5 verpasste Züge. Eieiei. 5 verpasste Züge. Ah, Ungenauigkeiten. Also, die 78,2 jetzt von Weiß. Das ist für mich, oder, ne, normalerweise schon eher niedriger Wert. Ne? Die 71,9 ist für ein 2000 aber auch ein niedriger Wert. Das kann aber auch damit zusammenhängen, dass das jetzt hier auch ein Partieverlauf, ne, eine Eröffnung ist, wo die Engine sagt, das würde ich ganz anders machen. Sowas gibt es ja. Ne? Es gibt ja auch Eröffnungen, wo die Engine sagt, nein, 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 also das machen wir mal ganz anders. Ja, aber deswegen muss das ja nicht richtig sein. Ne? Zumindest nicht richtig für das eigene praktische Spiel. So, wo bin ich denn hier? Hier bin ich noch da. Ja, sieht noch so aus, als ob ich noch da bin. Alles klar. Gut, ab in die Bütt. Bird-Eröffnung vom Gambit. Ne? Für diejenigen, die es vielleicht noch nicht so oft zu so gucken, das ist somit das Unangenehmste, was einem als F4-Spieler passieren kann. Nicht, weil das objektiv so gefährlich ist. Es ist ja ein Gambit. Ne? Also der Bauer E5 ist ja ungedeckt und man sollte ihn auch schlagen. Was anderes, ups. Nicht ans Mikro touchen. Nicht, dass ich das auch noch fallen lasse hier. Ne? Neue Mikro gleich kaputt. Ne? Schlagen ja, aber jetzt nicht. Das angenommene Frohngambit geht jetzt weiter mit Schlagen auf D6. Ne? So, und dann schlägt der Läufer zurück. Und dann besteht die Idee von Schwarz darin, zu sagen, Meister, auf diesen Diagonalen mache ich dir jetzt Ärger. Und wenn du mit Springer F3 das unterbinden willst, dann mache ich dir mit G5, G4 noch mehr Ärger. So, das ist vereinfacht gesagt die Idee des Frohngambits, die Schwarz hat. Und ihr seht schon an der Wertung hier, dass das, naja, an der Wertung würde man jetzt hier sehen, das ist korrekt, ne? Weil Schwarz hat einen Bauern weniger, aber Weiß hat nur einen Hauch an Vorteil. Also hätte jetzt Schwarz einen positionellen Vorteil in einer Bauerneinheit gerechnet. Das ist natürlich Kokolores. Und wenn man diese Engine hier auch weiterrechnen lässt, also eine richtige Engine rechnen lässt, ne, also jetzt richtig mit Power, kommt die auch zu anderen Ergebnissen. Das Frohngambit kommt deswegen auch auf der Meisterpraxis nicht mehr so oft vor. Also, es wird dann gespielt, wenn der Schwarzspieler sich dem Weißspieler taktisch überlegen fühlt, und zwar mindestens um 100 bis 200 Ratingpunkte. Also, ein starker Großmeister gegen einen nicht so starken Großmeister oder ein normaler Großmeister gegen einen FM, IM, CM, da kommt das vielleicht nochmal vor. Ich habe es nicht analysiert, also oder die Empirie noch nicht ausgepackt, aber da könnte schon passen, ne? Also hier, Krolauer, würde man jetzt nicht Läufer G4 spielen, um den Springer F3 zu schlagen, sondern man würde mit Schwarz tatsächlich hier G5 spielen, um den zu vertreiben.
Ja, und wenn du dann sowas spielst mit Weiß, ne, dann vertreibt ihr den wirklich. Und jetzt gehen die Meinungen auseinander. Ne? Das ist die Hauptfortsetzung meiner dunklen Erinnerung nach. Und das ist etwas, was Leute wie, wer war es denn noch? Fiedemeister, schlag mich tot, ne? Der mir da sogar ein Video gewidmet hat. In Fortsetzung gesagt, hier, Moritex, du musst das Formgambit gar nicht ablehnen, ne? Du kannst das annehmen. Und da hatte er was ausklamüsert, wo er aber im Nachhinein auch feststellen musste, dass es doch nicht so einfach ist. Super Ricci fragt, ob Großmeister überhaupt Bird spielen. Ja, so einer, ja. Ne? Henrik Danielsen gilt unter den Großmeistern, ist ein dänischer Großmeister, gilt als der Bird-Großmeisterspieler. Aber du hast recht, auch der spielt es nicht regelmäßig. Er spielt es häufiger als andere, aber andere spielen so gut wie gar nicht. Deswegen bist du mit 5-6 Bird-Partien im Jahr als Großmeister bereits ein Spezialist. Wer es aber gespielt hat, und die Geschichte erzähle ich immer wieder gerne, ist wie ist er noch? Gatakamski. Ja? Gatakamski, als er nach seiner Pause, der hat ja mal eine Zeit lang ausgesetzt als Berufsschachspieler, glaube ich, studiert. Und als er wieder zurückkam, war er eröffnungstheoretisch im Nachteil, weil er die neuesten Erkenntnisse, die neuesten Entwicklungen der Eröffnungstheorie von Sizilianisch, Drachenvariante, Schlag mich tot, ne, erst noch nacharbeiten musste. Weil das studiert man ja nicht zum Spaß, ne? Also wenn man ein richtiges Studium betreibt. Und dann hat er eine ganze Zeit lang mit Weiß die Bird-Eröffnung gespielt, F2, F4. Aus einem ganz einfachen Grund. Da tut sich nicht so viel in der Eröffnungstheorie. Ja, wenn du die einmal verinnerlicht hast, dann ist gut. Und dadurch hat er natürlich viele Partien Remis gespielt, aber er hat eben auch gegen schwächere Spieler, und er war ja ein super Großmeister, war er ja immer noch von seiner Spielstärke her, ne? Immer noch seinen Gegnern überlegen und hat eben in der Zeit dann eben auch eben Weißpartien gewonnen. Denn der Bird-Eröffnung, die wird deswegen von Großmeistern nicht viel gespielt, weil sie den Ruf hat, der nicht ganz unberechtigt ist, dass man, wenn man mit Schwarz weiß, was man tut, als Großmeister, ne? Nicht als Hobbyspieler. Wenn man als Großmeister weiß, was man gegen die Bird-Eröffnung tut, hat man gute Möglichkeiten, einfach auszugleichen. Das ist aber auch alles. Also in keinem Buch steht, dass man mit Schwarz gegen die Bird-Eröffnung in Vorteil kommt. Aber man hat gute Möglichkeiten, einfach auszugleichen. Und das reicht schon für Weißspieler zu sagen, ich mache das nicht, ne, weil ich will mehr Druck haben. Aber dafür muss dann eben auch Schwarz alles richtig machen. Ne? Und unser eins, und ich sag mal, bis zum internationalen Meister, ne, ist die Bird-Eröffnung für Weiß eine zum Auf-Gewinn-Spiel. Ne? So, Kohlhofer möchte unbedingt wissen, was man denn nach Läufer G4, G3 macht. Gut, hier statt G5, Läufer G4. Na, ich sag mal, zunächst mal droht ja nichts, ne? So viel. Weil, ich mache jetzt mal irgendwas, ja? Ich mache jetzt mal, was weiß ich was, zum Beispiel E4 oder so, ne? Weil, schlage ich ja gerne mit der Dame dann zurück. Dann gibt's ja hier weiterhin nichts, ne? Also wenn du jetzt Dame H4 Schach spielst, mal abgesehen davon, dass mit dem König zur Seite gehen kann, spiel ich G3, ne? Und wenn man dann hier schlägt, dann schlägt man natürlich nicht mit dem Bauern zurück. Obwohl, das geht auch. Ne? Der Turm ist ja sogar gedeckt auf H1, ne? Also, das geht schon. Ne? Es ist schon unangenehmer, mit G5 das zu spielen, ne? Denn wenn ich dann sowas mache, ja, dann wird der Springer vertrieben. Ja, und zwar so vertrieben, dass danach hier schwarzfeldige Schwächen entstehen. Ja, wenn man jetzt irgendwie dann sowas macht, dann wird der Springer nochmal vertrieben. Ja, und ich mache mal irgendwelche Züge. Ne? Ja, der F6 war vielleicht nicht so gut. Ne? Vielleicht doch besser Springer C6. Ja? Und danach dann hier angreifen. Ist halt unangenehm. Ne? Ist ein Fiedemeister ein Amateur, fragt Tante Käthe. Ja, das ist eine Frage. Also sag mal so, wenn du als Fiedemeister davon lebst, dass du Schach spielst, bist ein Profi, ne? Also ich sag mal, Titelträger sind zunächst mal Titelträger, unabhängig davon, ob sie damit ihr Geld verdienen oder nicht. Also ich glaube, die meisten Fiedemeister sind, können nicht davon leben. Ne? Vielen Dank fürs Abo, Admiral Jones. Vielen Dank, schon 7 Monate dabei. Ja, ist ja der Hammer, ne? Ja, da, ne? Ja, kann ich jetzt das Mikro bezahlen nächste Woche, ne? Wunderbar, das Neue. Flower Master, mein Sledgehammer. Nee, FM steht für Fiedemeister. Und ich glaube, ein Fiedemeister, der vom Schach lebt, der muss halt dann was anderes machen. Also nicht nur Schach spielen, sondern ist vielleicht ein guter Kommentator. Ich sag mal, gehen wir mal eine Stufe höher, ne? Wenn wir bei den Profis sind. Der internationale Meister, der große Grieche, ne? The Big Greek, ne? Wie heißt er?
Sulaters, also wir kennen ihn alle unter The Big Week, ist internationaler Meister. Ich glaube schon, dass der das im Moment hauptberuflich macht, Schach, ja, aber der lebt jetzt hauptberuflich nicht von seinen Schachturniersiegen und was er da an Geld verdient. Ich denke, also ich kenne seine Steuererklärung nicht, um Himmels Willen, aber er ist wie manch anderer internationaler Meister auch, ne, wie heißt er noch? Lawrence Trent, der Engländer, ne, in Gänsefüßchen nur internationaler Meister, was heißen soll, nicht Großmeister, aber sorry, internationaler Meister ist natürlich eine enorme Spielstärke, aber ist eigentlich noch keine Spielstärke, wo ich sage, da kannst du von Turniererfolgen und vom Geld, das du da verdienst, leben. Also man will ja, wenn ich leben sage, ne, dann will man ja schon vielleicht mal 2-3 Monate die Miete im Voraus auf dem Konto haben. Aber wenn du natürlich als internationaler Meister so viel vom Schach verstehst dann noch was anderes dazu machst, also streamst, aber auf einem höheren Level als ich natürlich, ne? Also mit vielen Zuschauern, mit Abos, die du bekommst, dass du, wenn du dann Chessable-Kurse machst oder sonst Videos, was auch immer. Ja, es gibt ja auch einen Großmeister, der spielt meines Wissens überhaupt nicht mehr und lebt ausschließlich vom Schach und ist jetzt auch noch nicht so alt, auch wenn er ein bisschen grauhaarig ist, ne? Das ist hier unser englischer, ach, wie heißt er denn noch? Jetzt habe ich den Namen vergessen schon wieder. Powerplay-Chess, ne? Power-Chess-Spieler. Super sympathisch, ne? Und alles gut, ne? Ich habe mich doch bedankt, Admiral Jones, ne? Doch, habe ich. Admiral, habe ich. Aber ausdrücklich. Nee, also ich habe den Sub gesehen und mich bedankt. Und bei Skando 89 bedanke ich mich jetzt auch fürs Abo, das er 2 Monate hat. Herzlichen Dank an alle Abonnenten. Und es kommt ein Hype-Train, was immer das ist. Ich habe keine Ahnung, aber der kommt jetzt. Aha. Na, was auch immer, ihr werdet es schon wissen. Also Hype-Train hier, ne, mit Frome Gambit ist halt so eine Sache. Deswegen meine Empfehlung, gerade für Einsteiger im Feuervogel, lehnt es ab. Spielt das abgelehnte Frome Gambit, weil dann müsst ihr nicht jedes Mal, wenn er F4 spielt, beten, dass nicht E5 kommt. Wenn ihr das angenommene Frome Gambit spielt und ihr habt es nicht so verinnerlicht, wie man es eigentlich meiner Meinung nach verinnerlichen muss, dann habt ihr jedes Mal Sorge, dass der Gegner E5 spielt. Wenn er es aber sowieso, wie hier mit Springer F3, ablehnt, ja, dann freut ihr euch, wenn E5 kommt. Weil jetzt hat man einen klaren Plan und muss keine Züge oder nicht allzu viele Züge auswendig lernen. Und so, wie Schwarz das hier gespielt hat, ist es tatsächlich ist fast eine Musterpartie. Ne? Es kann schwieriger werden für Weiß, aber so ist es schon wirklich eine schöne Musterpartie. Schwarz hat ja keine Böcke geschossen, hat ja nichts eingepatzt, ne? In der Eröffnung auf jeden Fall nicht, im Mittelspiel eigentlich auch nicht. Aber er hat halt hat Probleme bekommen, ne? Die er nicht so gelöst hat, wie man sie am besten quasi löst. Hauptfortsetzung ist so und dann vielleicht den. Aber das ist dieselbe Stellung, die wir in der Partie haben, nach Springer F3 und jetzt erst Springer C6 und jetzt E4, dann kommt das. Das ist dieselbe Stellung. Schwarz hat hier noch die Möglichkeit zu sagen, ich spiele das. Dann spielt man D4, dann wird er weiterfressen auf F3, dann schlägt man mit der Dame zurück und hat zumindest ein wunderschönes, perfektes Bauernzentrum. Ne? Siegbert Tarasch wird sich freuen. Ne? Muss er auch. Ne? Wenn er sowas sieht, dann muss er aus dem Grab rauskommen und sagen, perfekt. Ne? Ja, die Engine wollte auf D6 schlagen, Krolauer, ist völlig richtig. Die Engine möchte das Frome Gambit annehmen. Egal wann. Ja, also entweder sofort oder auch hier nach Verzögerung. Ja, auch hier will die Engine nicht E4 sehen, sondern sie will auf D6 schlagen. Ne? Sie schlägt sogar noch eher D4 vor als E4. Ja, das ist halt die Engine, ne? Die Engine will das Frome Gambit annehmen. Immer. Und da hat sie auch recht mit. Objektiv. Aber sie will es deswegen annehmen, weil sie dann auch wie eine Engine weiterspielt. Das ist es ja. Sie sagt ja nicht, für einen normalen Spieler, der so ein bisschen was kennt vom Frome Gambit, ein Spieler unterhalb des internationalen Meisterniveaus, empfehlen wir jetzt auf D6 zu schlagen. Also wenn der Engine mal so weit differenziert eingestellt werden kann, dass man sagt, Engine, bitte orientiere dich an der Spielstärke eines, sagen wir mal hier, Moritex 2300, ja, das wäre ja in der freien Wildbahn, ne, wäre ich ja mit einem Rating von 2300, warte mal, ja, Fidemeister.
Ne? 2200 ist Candidate Master, 2300 ist FIDE Master, 2400 ist internationaler Meister. Allerdings muss man da noch ein paar andere Kriterien erfüllen. Allerdings reden wir dann von Zahlen, die sich beziehen auf klassisches Spiel over the board. Ne? Lange Partien, nicht Schnellschach oder gar Blitzschach. Ne? Deswegen kann man das nicht vergleichen. Aber die Engine sagt schlagen. Ne? Und spiel weiter wie eine Engine. Ja, wenn ich aber sage, spiel aber keine Engine, dann lasse ich das. Ne? Und jetzt spiele ich deswegen das. Und da bin ich auch schon froh, wenn dann Schwarz nicht auf die Idee kommt, das Gambit mit der Brechstange fortzusetzen, etwa mit G5. Ist ein anderes Thema. Habe ich schon ein paar Videos zu gemacht. Müsst ihr mal schauen in meinen Playlists, auch auf YouTube. Da findet ihr das alles. So wie es hier in der Partie gekommen ist, angenehm, ne? Also für Weiß. Weil angenehm, nicht weil 0,0 jetzt hier steht im Balken von der Engine, sondern angenehm, weil das die Spielidee ist des abgelehnten Frohm-Gambits. Ja? Mit Läufer B5 will ich jetzt auf C6 den Doppelbauern machen. Und das kommt eher selten. Boah, ich würde jetzt nicht fragwürdig dran setzen, wie die Engine das macht hier. Wobei, das macht auch nicht die Engine hier. Also das ist jetzt eher so, wie Chess.com das eingestellt hat. Da müsst ihr auch aufpassen bei diesen Schnellbewertungen hier. Diese Zeichen kommen nach wenigen Sekunden. Und auch wenn die Engine sich das dann anders überlegt, wenn sie tiefer rechnet und sagt, ach nee, eigentlich ist der Zug doch nicht so schlecht, dann bleibt das Zeichen trotzdem da stehen. Warum auch immer. Das wäre nochmal so ein kleinen Verbesserungsvorschlag für Chess.com. Ein Vorschlag an die Kreativen unter euch auch, ne? Wenn ihr auch so Ideen habt, wo man so vielleicht was verbessern könnte bei chess.com, ihr müsst denen keine Mail schreiben oder so. Es gibt einen extra Club auf chess.com, der nennt sich, glaube ich, chess.com Beta oder so. Da werden auch so halt ne, Ideen im Beta-Stadium ausgetauscht oder vorgeschlagen oder was auch immer. Also das muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass da Vorschläge direkt umgesetzt werden, aber da kann man zumindest mal gucken, hat ein anderer auch schon die Idee gehabt. Ne? Also ist es schon kommuniziert und harret der Umsetzung. Ne? Man weiß es nicht. Gut, Läufer G4 eher seltener, also aggressiver ist dann manchmal sowas hier, um schon frühzeitig hier was zu bewirken, ne? Weil eigentlich will ja Schwarz normalerweise immer noch irgendwas im aggressiven Frohm-Gambit-Stil auf die aufs Brett bringen, ne? Ja, ist eine Schnellanalyse, ne? Würde sonst die Server überlasten, ja, kann sein, aber da kann man es auch weglassen, finde ich, ne? Eigentlich, ne? So, hier kommt Läufer G4 und ich schlage hier sofort weg, egal was die Engine davon hält. Ist mir wirklich egal, weil es geht jetzt nicht um, welcher Zug hat die beste Engine-Bewertung, sondern was ist die Idee. Das dürft ihr auch nie vergessen oder ihr müsst es, also mal andersherum, ihr vergesst es ja nicht, aber ihr müsst es berücksichtigen bei Analysen, wenn ihr die Partien nachträglich mit einer Engine analysiert, ob hier direkt im chess.com-Fenster oder was ich eher empfehle, es dann in ein Schachdatenbankprogramm mal schnell runterzuladen. Das geht ja hier auch relativ schnell. Und dann, ich hätte fast gesagt, ne, mit einer richtigen Engine-Einstellung das Ganze laufen zu lassen. Die Idee hinter einer Bewertung suchen. Oder auch die Idee hinter dem Zug suchen, wenn es eben der Mensch gespielt hat. Und die Idee ist ja hier, das zu erzeugen, was jetzt auf dem Brett ist. Ich gebe das Läuferpaar auf als Weißspieler und verpasse dafür Schwarz diesen Doppelbauern, der jetzt wirklich unangenehm ist, auf lange Sicht. Sofort nicht, aber auf lange Sicht. Schon auf mittlere Sicht und auf lange erst recht. Ja? Und das ist ein Thema, das ich ja wahrscheinlich totreite inzwischen. Ne? Dass der dynamische Vorteil des Läuferpaares etwas ist, das es natürlich gibt, den es gibt, den Vorteil, Jan Gustafsson redet ja keinen Unsinn, das wäre ja kein Bundestrainer, ne? Dass er immer betont, wie stark Läufer gegenüber Springer sind und wie stark vor allen Dingen das Läuferpaar ist gegenüber dem, der es nicht hat. Man spricht auch immer nur vom Läuferpaar, wenn einer es nicht hat. Also wenn beide Seiten, wie in der Grundstellung, ne, noch alle vier Läufer auf dem Brett sind, hat keiner das Läuferpaar. Dann haben nicht beide das Läuferpaar, dann hat es keiner. Das Läuferpaar ist immer ein Unterschied, der dahingehend, einer hat noch beide Läufer und der andere nicht. Ja? Und dieser Vorteil ist dynamisch. Das heißt, man muss damit etwas anfangen. Der ergibt sich oder er spielt sich nicht von selbst. Der Vorteil, der aus dem Läuferpaar folgt, den muss man aufs Brett bringen. Das ist wie eine weiße Leinwand und du bist ein Maler und hast jetzt eine Pinsel- und Farbpalette. Wenn du kein guter Maler bist, wird auf der weißen Leinwand nichts Vernünftiges entstehen, nichts Schönes. Wenn du ein guter Maler bist, fertig, brauchst du nur Farbe und Pinsel. Ne? Aber unser Eins, ne, also normale Spieler,
Amateurspieler, sage ich immer, Nicht-Titelträger und selbst Titelträger, ist es, für die ist es nicht einfach, diesen dynamischen Vorteil des Läuferpaars auf Brett zu bringen. Trotzdem ist ja schön, wenn man ihn hat. Aber man hat ihn ja hier, in der Stellung hat Schwarz das, den Vorteil des Läuferpaars ja nicht ohne Zugeständnisse gemacht zu haben. Er hat nämlich den statischen Nachteil einer, sagen wir es mal streng wissenschaftlich, scheiß Bauernstellung. Ja? Die Bauernstellung, die er hier hat, ist ein erheblicher statischer Nachteil, den er mit dem dynamischen Vorteil des Läuferpaars ausgleichen kann, wenn er es denn kann. Und das ist hier nicht von langer Dauer. Jetzt kommt nämlich H3 und er schlägt ihn weg. Und ne, wir sind zwei Züge später, ist der dynamische Vorteil des Läuferpaars nicht mehr da. Weil das Läuferpaar nicht mehr da ist. Der statische Nachteil der scheiß Bauernstellung ist aber noch da. Ne? Und ihr seht es auch, so langsam sieht die Engine, fängt ihr das an, ähnlich zu sehen. Ja, und eine Bewertung von plus 0,77, upsala, ne? Also das ist bereits erheblich. Ne? Wenn das rauskommen würde, zwangsweise würde kein Mensch mehr das angenommene Formgambit spielen, sondern nur noch das hier. Ne? Jo, und ne, wie geht's jetzt weiter? Springer F6, D3, die zweite Idee, Turm B8 ist jetzt auch nicht so fragwürdig, ne? Also oder so eine Ungenauigkeit. Gemeint zurück, die Aufstellung, die Wunschaufstellung von Schwarz, von Weiß ist, Entschuldigung, ist durchaus hier vielleicht mal den zu spielen. Man würde sogar den zweiten Läufer gegen den Springer tauschen. Ja? Es vielleicht schaffen, kurz zu rochieren, das schafft man gar nicht immer, weil häufig, ups, da wollte ich gar nicht hin, ich wollte nur die Pfeile wegnehmen, häufig spielt Schwarz aggressiver und bringt den Läufer frühzeitig nach C5 und dann ist das mit der kurzen Rochade ja nicht so einfach, beziehungsweise einfach nicht möglich. Ne? Und die zweite Sache, die man gerne machen will, ist den Springer nach C4 bringen, damit er auch, natürlich ist Turm B8 nicht unsinnig, weil es ist eine halboffene Linie, ne? Eine halboffene Turmlinie mit dem Turm zu besetzen und damit dann auf den weißen Bauern zu Druck auszuüben, das ist ja nur per se nicht falsch. Ne? Gibt's ja sogar Lehrbücher, da steht drin, das sollst du machen, ja? Deswegen ist das jetzt hier von der Idee her, Turm B8 jetzt erstmal gar nicht verkehrt. Ne? Kroller meint komisch, sagt im Moment ist die Engine auf 0 plus 0,3. Ja, aber ihr seht, wie unterschiedlich es ist. Ist sie hier auf unten auf 0,54, 0,59. Also mal nicht nur auf die Zahlen gucken, sondern auch gucken, was sagt mir das hier, was sagt die Stellung dazu? Ja, wie kommt ihr denn da hin, ne? Ja, das Läuferpaar ist nicht mehr da, weil es nicht mehr da ist, ne? Skando. Oder, um es vielleicht anders zu sagen, der dynamische Vorteil des Läuferpaars hat sich durch den Tausch in Luft aufgelöst und der strategische Nachteil bleibt bestehen. Gucken wir nochmal zurück, was wäre denn die Alternative gewesen jetzt hier nach, ne? So. Wo sind wir? So. Ja, sehr, sehr, sehr häufig behalten oder wollen die Schwarzspieler hier in der Stellung das Läuferpaar behalten. Ist ja nicht so, als ob ich so die Stellung noch nie gehabt hätte. Und sie ziehen jetzt tatsächlich zurück nach H5. Ne? Ja, und dann spiele ich den. Und dann spielt man den. Ja, und dann spielt man den. Und dann hat Schwarz das Läuferpaar behalten. Ja. Aber den Vorteil, den das Läuferpaar mit sich bringt, den muss er jetzt erst noch aufs Brett bringen. Das heißt, das dauert jetzt ein bisschen. Ne? Er muss jetzt irgendwie gucken auf Dauer, dass er mit F7, F6 den Läufer von G6 wieder befreit, dass der auf dieser Diagonalen was macht. Also gibt nichts umsonst. Ne? Und deswegen, das sieht man ja kommen, wenn man den Läufer nach H5 zurückzieht, dann rechnet man ja auch mit G4, ne? Und anschließend im D3 und sagt sich, naja, dann steht der Läufer aber auf G6 nicht so toll. Dann ist es vielleicht besser, wenn ich ihn jetzt hier gegen den Springer abtausche. Ne? Deswegen hat er das gemacht. Wo sind wir? Hier, so, zack, zack und so. Ups, D3 sind wir auch gekommen. Knight to Mate fragt, was mit Läufer B4, Nachspringer D2. Nachspringer D2 ist Läufer B4, also zumindest kein Schach, sondern hier, so, also statt Läufer D6, sagt die Engine, ist ein Fehler. Ja, aber so krass finde ich das jetzt auch nicht. Läufer B4, den kann man ja sogar noch stehen lassen jetzt, ne? Man kann jetzt C3 spielen. Ja, steht nicht stehen, das kann man nicht rochieren, kann man nicht, da hast du recht, ne, wenn du das gemeint hast, weil dann geht ja dann hier der Bauer B2 tatsächlich verloren. Ne? Aber nach C2, C3 muss er ja erstmal wieder irgendwo hin. Ne? Und dann Läufer C5, Läufer D6. Ne? Auch dann lacht dem weißen Springer ja das Zielfeld C4 an. Ne? Warum jetzt die Engine? Also ich fand Läufer D6 jetzt auch nicht so beängstigend, aber wenn das schon ein Fehler ist,
Das sieht ja nach einem vergleichsweise natürlichen Zug aus, ne? Wenn das schon ein Fehler ist, ja, wie schlecht ist denn dann diese Stellung von Schwarz? Ja? Und wir sind mal gerade im 10. Zug und hat man nicht das Gefühl, dass er sowas furchtbar falsch gemacht hat. Knights Domain meint aber, Läufer die 6 sind totaler Schrott. Nach Läufer C5 hätte der Springer B3 gespielt? Nee, hätte ich nicht, aber gucken wir uns das an. Läufer D6 ist insofern, ja, Schrott, ja gut, wenn die Engine sagt, das ist ein Fehler, dann bist du mit Schrott natürlich nicht weit weg, ne? Ich würde es nicht so nennen, aber die Absicht ist ja E5 zu stützen, ne? Weil nach Springer C4, ne, wird der ja angegriffen. Ja, und wenn er stattdessen Läufer C5 spielt, ja, was sicherlich besser ist, weil es eben hier reinwirkt, dann ist aber trotzdem, muss man sich nach Springer C4 ja schon um den Bauern kümmern. Springer B3 würde ich deswegen nicht spielen, weil der zwar den Läufer angreift, aber der hat ja gar nichts dagegen, sich nach B6 zu stellen. Weil auf B6 würde ich ihn ja nie abtauschen. Ne? Wenn der Läufer auf B6 steht, was weiß ich was, ich spiele jetzt Läufer E3 vielleicht, um den abzutauschen, würde ich ja nie tun, weil abtauschen heißt C7 schlägt B6 und der ganze schöne strategische statische Nachteil von Schwarz löst sich so in Wohlgefallen auf, wie vorher sein dynamischer Vorteil als mit der Aufgabe des Läuferpaars. Gut, hier mögen jetzt taktische Dinge noch drin sein, wie aber nee, C4 eigentlich nicht. Also um den einzusperren. Das wüsste ich jetzt eigentlich nicht. Ne? Springer D7 und der kommt ja gar nicht vor. Ne? Das weiß ich jetzt nicht. Also Springer B3 würde mir grundsätzlich nicht so gut gefallen. Also ich würde an der Idee Springer C4 festhalten. Muss ich gestehen. Ne? Und schlecht ist das auch nicht. Ne? Ob es immer der beste Zug ist, sei dahingestellt. Aber es ist halt ein einfacher Plan, der, ich sag mal, der gut genug ist. Ne? Ne? Ja, D4, alles gute Ideen. Oder sagen wir so, alles Ideen von Krolauer, die er in den Chat schreibt, die zeigen, dass es hier tatsächlich verschiedene gute Ideen und Aufbaupläne für Weiß gibt. Ja, und das ist eine gute Nachricht. Ne? Ja, Knights to Mate meint, mit Läufer B4 könnte man den D3 als Schwäche loslegen. Das Problem ist nur, das ist gar keine Schwäche. Ja, also, das ist aber so nicht so richtig. Ja, Läufer B4, C3 und jetzt zieht der Läufer wieder irgendwo hin. Ja, und die Idee, die Knights to Mate anspricht, ist, jetzt ist der ja schwach. So schwach ist er gar nicht. Also zunächst mal ist er jetzt mit der Dame gedeckt, natürlich. Dann kann Weiß, das ist eigentlich sogar die Hauptfortsetzung, weil häufig Schwarz verhindert, zum Beispiel mit Läufer C5, dass man hier entspannt kurz rochieren kann. Ja? Also nicht selten spielt dann Schwarz Springer C4, den Läufer vielleicht sogar hier hin und jetzt kommt es und rochiert lang. Und dann deckt ein Turm von D1 die vermeintliche Schwäche von D3 noch. Und ein König kann von C1 nach C2 und ja auch noch decken. Und so viel vertrippeln kann Schwarz gar nicht. Jedenfalls nicht in Ruhe, ja, um auf D3 zu spielen. Das ist ein Thema, da hast du vollkommen recht, ja. Auf lange Sicht, ja, ist richtig. Aber diese Schwäche, der D3, die Bauernschwäche D3, ist weit weniger ausgeprägt als Schwäche, als die Schwächen, die Schwarz hat in seiner Bauernstellung. Ne? Und das lebt nicht zuletzt von diesem Mörderspringer auf C4. Hm? Wenn er da hinkommt, und da kommt er ja sehr häufig hin. Ne? Das hat ja, und da gucken wir das noch weiter, das hat ja versucht, Schwarz zu verhindern, indem er versucht hat, seinen Springer nach B6 zu überführen, um den um den abzutauschen. H6 wird jetzt hier bereits als krasser Fehler angezeigt, hat sich ja auch nicht bewährt, aber auch das ist typisch für, nicht nur für das abgelehnte Frohmgebet, sondern für den einfachen Feuervogel, in vielen anderen seiner Ausprägungsformen. Es fällt leicht, sehr schwarz Ungenauigkeiten oder gar Fehler zu begehen, die gar nicht so aussehen. Weil eine Fesselung hier zu verhindern. Läufer G5 zu verhindern. Läufer G5 droht ja jetzt wirklich. Ja? Läufer G5 droht ja jetzt wirklich. Und auf die Idee zu kommen, das mit H7, H6 zu verhindern, das ist ja nicht absurd. Das ist ja kein Fehler, wo der fortgeschrittene Spieler dem Anfänger sagt, ja, ne, das darfst du natürlich nicht machen. Ne? Immer merken. Ne? Also H7, H6 kommt ja in der weiten Welt der Mittelspielstellungen oft genug vor, ne? Und hier ist es halt, ja, haben wir auch gesehen, ne, dass das nicht gut lief. Ich wollte jetzt noch mal hurtig zu der Stelle kommen,
Das hat er jetzt hier gesehen, ne? Weil hier sind bereits solche Sachen hier, ne? Das geht jetzt schon aber bereits nicht. Einfach in Ruhe wegzurochieren, weil dann schlägt man den weg, ne? Wer dann hier wegschlägt, dann holt man sich das Ding hier wieder. Ne? Die halboffene F-Linie des Feuervogels, ne? Wie wir sie kennen. Deswegen spielt er Dame E7, das hat er gesehen. Ne? Und jetzt geht der König in die Ecke, das ist ein prophylaktischer Zug. Auch findet die Engine sogar gut, die findet was anderes besser, aber das ist halt auch ein prophylaktischer Zug, sodass jetzt hier Tempozüge mit Schach, dass es die einfach nicht mehr gibt. Bei allen Taktiken, die eventuell jetzt noch entstehen. Ne? So, Springer D7 fand ich gar nicht schlecht. B3, ja, ob das jetzt exzellent ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Das sind normale Züge in dem Stellungsbild. Ne? Und wenn man das eben öfter gespielt hat, dann ist einem das auch, also, die spielt man dann fast von selbst. Ja, und selbst wenn sie nicht immer die besten Züge sind, sind sie gut. Ja, und quasi auch gut genug. Weiß kann hier in Ruhe seine Stellung verstärken. Ja, und selbst wenn Schwarz, was jetzt hier schon seit mehreren Zügen nicht mehr der Fall ist, noch ausgeglichen steht, muss er eben höllisch genau spielen, damit das auch so bleibt. Und vermeintlich natürliche Züge, ich wüsste nicht, was im Schach natürliche Züge sind, weil Schach ist das Unnatürlichste fast von der Welt, aber ihr wisst, was ich meine. Vermeintlich natürliche Züge können dann in den Abgrund führen. Ja, ob der Läufer D6 das Entscheidende ist? Ja, vielleicht. Knights to Mate, vielleicht. Ja. Springer B6, jetzt muss man aber natürlich auch als Weißer auch aufpassen und nicht sagen, naja, ich lasse mir den tauschen, ne? Nee, will ich nicht. Ne? Ich will jetzt nicht selber meine Bauernstellung verändern, auch wenn das Tauschen auf C4 jetzt für Weiß zwar auch einen Doppelbauern mit sich bringen würde, der aber nicht so schlecht wäre wie der Schwarze. Aber warum, ne? Jetzt droht es halt hier, ne? Und deswegen spielt er G6. So, und hier war jetzt ja unsere Alternative. Ich habe Dame F6 gespielt, gibt glatt ein Fragezeichen, was aber wahrscheinlich nur deswegen ist, weil es was Besseres gibt. Das Bessere ist wahrscheinlich das hier sein, oder? Darüber hatte ich ja nachgedacht. Über G6. Quatsch, über Springer G4, ja? Gefolgt von H5. Und dann hatte ich ja gedacht, ich könnte hier reinziehen. Was sagt die Engine dazu? Ja, das wäre auch gegangen. Ich hätte jetzt nicht König D8 gedacht, ich hätte gedacht König F8. Was ist denn König F8 so dramatisch schlecht? Ach so. Läufer G5, ja. Aber da hatte ich gedacht, dass das bei König D8 noch schlimmer ist. Dame E6. Ja, okay, gut. Also das geht jetzt aber nicht so schnell, ne? Also die Idee ist jetzt von der Engine zu sagen, Dame E3, Turm F3, Türme verdoppeln und ne, hier. Also, wäre offensichtlich gegangen, sagt die Engine. Die Engine sagt aber auch, dass das für Schwarz besser wäre. Oder kommt da auch Läufer G5? Achso, da muss er gleich noch eins weiter. Ja, okay. Naja, aber wie gesagt, der Springer hier, der steht halt super stark, aber kann sich nicht bewegen. Ja, er steht halt super stark, aber kann sich nicht mehr bewegen. Also jedenfalls nicht ohne wilde Taktiken, ne? Weil alle Felder, auf die er hinziehen kann, sind unter schwarzem Beschuss. Ne? Und erst recht die, wo man ja dann auch mal wieder zurückziehen will, ne? Auch unangenehm. Ne? Gut, es kann ihm wahrscheinlich auch wirklich nicht viel passieren, deswegen steht er da stark, aber ich habe mich halt dafür entschieden, den Spatz in der Hand zu nehmen. Ne? Also das ist ein bisschen Taube auf dem Dach, ne? Das ist ein bisschen Taube auf dem Dach und da macht eine Engine, macht das sofort. Ne? Wenn die eine Taube sieht, zack, ne? Macht die. Als menschlicher Spieler will man da vielleicht auch ein bisschen mehr die Kunst der Vereinfachung wählen und hier ein Fragezeichen dran zu setzen, das ist natürlich eine Frechheit. Ne? Weil, also das Fragezeichen erklärt sich aus, es gab was Besseres, nicht der Zug ist schlecht. Ne? Denn jetzt haben wir immer noch, oder ein, was heißt immer noch, im Grunde schon fast das Ziel erreicht, ein deutlich angenehmeres Endspiel, das jetzt nicht gewonnen ist, ne, quasi von selbst, das aber in 9 von 10 Fällen gewonnen wird, da gebe ich euch Brief und Siegel. Ne? Also wenn ihr sowas habt, in 9 von 10 Fällen gewinnt ihr das. Weil einfach das eine Stellung ist, wo Schwarz jederzeit nicht patzen kann man immer, nee, die Partie verlieren kann wegen kleiner Ungenauigkeiten, während Weiß durchaus auch mal eine Ungenauigkeit spielen kann und deswegen den trotzdem den Vorteil nicht komplett aus der Hand geht, ne? Ja, die Frechheit der Engine, so kann man das auch sehen, ne? So, Springer D7, Turm F3, H5, Läufer B2, kurz Rochaden, Fehler. Ja gut, man kann auch den König in der Mitte lassen, ne? Mit König E7 und jetzt stellen wir uns mal auf die F-Linie, ne?
G4 wäre auch gut gewesen. Spiel C5 finde ich gar nicht so schlimm. Habe ich aber so übersehen. Aber hier habe ich eine verpasste Gelegenheit gehabt. Was habe ich nur übersehen? G4 soll das Bessere sein. Warum? Schlägt. Wo ist jetzt der Unterschied? Nee, das kann es nicht sein, ne? Also, ach so, würde geschlagen werden. Ja, okay, das verstehe ich schon ein bisschen besser. Aber ich glaube, ich hätte ganz automatisch den gespielt, ne? Und, aber auch die, ja, aber jetzt kann er sich, ne, ein bisschen besser hier reinsetzen, vielleicht. Ne? Aber weiß, steht immer noch gut, ne? Und nicht gut, sondern steht besser, ne? Aber deswegen fand ich jetzt, ganz so schlimm fand ich jetzt diese Springer C4-Idee. Das ist wieder konsequenter Spielplan, ne? Ja, und Turm BE8 ist jetzt ein Fehler. Ist vielleicht schon mehr als eine Ungenauigkeit, ne? Was? Springer A5 ist wieder eine verpasste Gelegenheit? Warum das denn? Ja, wieso soll das jetzt hier so viel besser sein? Warum? Ach so, weil man dann den Bauern bekommt. Ja, gut. Ja, okay. Aber, sag mal so, das ist Springer A5 allenfalls eine verpasste Gelegenheit, weil es noch was Schöneres gab. Aber man gewinnt jetzt einen Bauern auf C6, ne? Da ist er. Und wieder zurück. Man hat einen Bauern gewonnen, ne? Fertig. Und ab jetzt ist Technik. Ja. Und die habe ich wahrscheinlich noch nicht mal besonders elegant gespielt jetzt ab hier, ne? Aber man hat jetzt einen Bauern gewonnen. Und ohne Zugeständnisse. Also den Mehrbauern, den man hat, das ist jetzt nicht ein eigener irgendwie Doppelbauer oder wo man sonst seine Schwierigkeiten mit hat. Jetzt geht es darum, diesen Materialvorteil gewinnbringend zu verwerten. Und ich fand, jetzt hat sich eigentlich ja sogar noch Schwarz mit seinen Ideen, mit dem Versuch jetzt den Springer stark nach F4 zu stellen, tatsächlich noch ein bisschen Schwierigkeiten bereitet. Ne? König G7 habe ich überhaupt nicht gesehen, dass die Absicht darin besteht, Turm H8 zu spielen. Ne? Sonst hätte ich hier was. Turm F2, finde das Ding gar nicht schlecht. H4 findet die Maschine eine Ungenauigkeit, aber genau das war ja die Idee, ja, von Schwarz. Und die finde ich gar nicht so schlecht. König G7 vor, um danach den Turm hier hinzubringen. Denn nach Turm 3, F2, H4 heißt das ja, wenn ich den schlage, mal abgesehen von dem Springerschach, das da ein bisschen unangenehm ist, ne, was als nächstes kommt, holt er sich ja auch dann hier den Bauern wieder zurück, ne? Ah ne, den holt er sich hier nicht zurück wegen dieser Taktik. Ach, Herr Jemine. Ja, verstehe ich. Gut, also direkt Turm H8 geht nicht. Muss aber auch nicht, ne? Spielt man erst entweder Läufer C5 oder Springer F4. Eins von beiden. Ne? Ist Springer F4 jetzt nicht auch stark? Weil da muss ich doch beiseite ziehen. Dann kann ich doch nicht die Qualität opfern, ne? Ja, sehe ich auch so. Ja, und nach König H2. Ach, jetzt geht das auch wieder nicht. Ja, die Sachen habe ich ja alle gar nicht gesehen, ne? Wahrscheinlich auch wegen hier. Springer steckt D5, ne? Zack. 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 Heißer, Herr Gesangsverein. Ja, okay, gut. Ja, dann wollte ich es einfacher spielen, ne? Und sage dann, nee, solche Taktiken will ich gar nicht haben und spiele G4. Ja, gut, ist mir klar, dass jetzt die Engine sagt, dass das eine verpasste Gelegenheit ist. Ja, aber das ist jetzt instruktiv sehr gut. Ja, das ist ja jetzt ein zweiter Zug, der hier böse kritisiert und bestraft wird, durch roten Kreis mit weißem Kreuz, ne? Das wollen wir ja eigentlich nie sehen, ne? Das heißt doch eigentlich für uns immer, oh, scheiße, ich habe was übersehen, ne? Ja, aber was habe ich denn übersehen? Ich habe eine noch bessere, objektiv noch bessere Fortsetzung übersehen, stehe aber immer noch auf Gewinn. Ne? Und das ist halt das Schöne am abgelehnten Frohm Gambit. Hm? Dass, wenn es eben Schwarz so spielt, wie es hier, also eher zurückhaltend. Ja, auch mit vermeintlich natürlichen Zügen, ne? Also Läufer D6, was ihr ja auch so stark kritisiert habt hier, als den entscheidenden Fehler. Wenn das der entscheidende Fehler gewesen ist, das Läufer D6, dann ist es aber doch ein Fehler, der wirklich leicht passieren kann. Das ist ja kein Einsteller, ja? Das ist ja auch kein positioneller Selbstmordzug. Das ist, naja, wo ziehe ich den Läufer hin? Nach E7, nach D6, nach C5, nach B4. Man würde vielleicht selber ein anderes Feld nehmen, aber man würde ja nicht erwarten, dass Läufer D6 gleich ein Rohrkrepierer ist, ne, womit man auf die Verliererseite kommt, genauso wenig wie H7, H6. Ja? Aber
Das reicht dann. Ne? Also die Stellung, nicht die Stellung, die Grundmuster in der Stellung sind so aufgestellt, dass Schwarz das eben leicht in der Praxis passiert. Und deswegen werdet ihr damit in der Praxis mit dem abgelehnten From Gambit viel Erfolg haben, wo vielleicht die Engine sagt, ja, hör mal, bis zum so und so vielen Zug war das aber totaler Ausgleich für Schwarz. Ne? Also die Eröffnung, da kommt Schwarz mit Ausgleich raus. Ne? Deswegen nimm das From Gambit lieber an, denn objektiv hast du dann erstmal einen Bauern mehr und kannst den Vorteil vielleicht irgendwie halten. Ja, ja, aber es ist viel mühsamer. Ne? Das ist viel mühsamer. Ja, na, gehen wir nochmal zurück zu Läufer D6. Weil das wurde jetzt ja bis hier von allen Beteiligten der Engine eingeschlossen als ein Fehler betrachtet. Ich schieb mal mein Chatfenster hier ein bisschen weg. So, aber jetzt rechnet sie. Gehen wir nochmal einen Zug zurück, um zu sehen, wo man hier herkommt. Wir kommen ja hier von Springer D2. Also der Läufer muss ja schon irgendwo hin, ne? Also ich sag mal ganz ehrlich, ich finde hier jetzt, wenn ich jetzt schwarz wäre, aus schwarzer Sicht, es droht mir hier irgendwie das. Ich habe vielleicht schon mal schlechte Erfahrungen mit der 7a6 gemacht, ja. Also ich würde hier schwanken zwischen Läufer E7 und Läufer C5. Ja, Läufer B4 finde ich überhaupt nicht. Läufer B4 macht mir gar nichts. Also als Schwarzspieler würde mich das nicht reizen. Ne? Läufer C5, um aggressiv gegen die weiße kurze Rochade zu spielen. Ne? Oder Läufer E7, um der Idee von Weiß, Läufer G5 und Fesselung des Springer F6 von vornherein einen Riegel zuzuspielen, weil es gar keine Fesselung ist, wenn der Läufer auf E7 steht. Was gar keine Fesselung ist. Aber ihr seht, Läufer E7, den ich aus diesen Gründen eigentlich für recht vernünftig halte, hat jetzt, wenn man hier die Dauerrechnung hier ansieht, keine deutlich schlechtere Bewertung von der Engine, ne? Weil es ja oben ist ja die Kurzbewertung, ne? Darunter rechnet es jetzt noch ein bisschen weiter, ist nicht viel schlechter als Läufer D6. Also lass uns mal wirklich dieses Fragezeichen jetzt mal beiseite lassen, weil sie rechnet ja jetzt schon anders, ne? Oder bewertet es jetzt schon anders. Und Läufer D6, nee, ich glaube nicht, dass das der Rohrkrepierer ist. Also so einen großen Unterschied zwischen Läufer C5, Läufer D6 und Läufer E7, dass man sagt, damit ist die Partie, weil er verstopft sich ja eigentlich nicht viel. Hier wurde gerade vom Verstopfen die Rede, ne? Ja, natürlich, mit C6 will man den nicht einmauern, ne? Da hast du vollkommen recht, aber so dramatisch, dass man sagt, deswegen ist die Partie verloren, nee, das wäre mir viel zu weitgehend. Aber wissen natürlich, dass man jetzt nicht nur wegen dieser Partie, sondern einfach wegen dem, was wir analysiert haben, ist schon richtig, dass man sagt, wenn Schwarz Läufer D6 spielt, um den Bauern E5 mit dem Läufer zu verteidigen und damit mit anderen Figuren ein bisschen freier zu sein in der Bewegung, dass man damit Weiß keine Sorge haben muss, sondern dass das etwas ist, was Weiß eher ein bisschen in die Hände spielt. Ja, das ist richtig. Das ist auch so. Ja. Ja, darauf können wir uns einigen, Knights to Mate, darauf können wir uns einigen. Gut, das wäre es mit Blick auf die Uhr gewesen für heute. Da haben wir nur, aber ich war ja auch länger unterwegs, wir haben später angefangen, nur eine Partie, die aber, also, das hat schon gelohnt, sich das jetzt hier noch zusammen anzugucken hinterher. Ne? Also die war instruktiv, weil die ist einfach schön musterartig gelaufen. So wünscht man sich mit Weiß die Moment, Zug 33 muss ich noch angucken. Call me Timmy, Entschuldigung, Zug 33, alles klar. I hüpf to 33, da springe ich mal zu 32, so. Springer E2. Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Call me Timmy, ich warte noch vier Sekunden, weil da läuft eine Werbeunterbrechung bei dem einen oder anderen, der nicht abonniert hat. Ich weiß gar nicht, wer das sein sollte. Aber für die Nicht-Abonnenten müsste jetzt eigentlich die Werbeunterbrechung, die ich nicht geschaltet habe, sondern Twitch, vorbei sein. Ja, jetzt weiß ich, was Call me Timmy meint. Natürlich, da ergehen wir uns in positionellen Tiefen, vielleicht schon psychologischen Tiefen, was auch immer. Und vielen Dank fürs Folgen. Atara.
Ataralom oder so. Und das hier meint er, ne? Springer schlägt E5. Meint er deswegen, weil, ne, schlägt und, ne, aber es bringt doch nichts. Moment, das hier unten bringt nichts. Nee, nee, das ist nicht gut. Springer schlägt E5. Lass mal gucken. Es Läufer schlägt E5 Schach jetzt. Nö. Also das Figurenopfer muss man nicht spielen, glaube ich. Das Figurenopfer muss man nicht spielen. Hier, Springer schlägt E5. Denn die Idee ist klar, die du hast, oder so habe ich das verstanden, ne? Räumt den, es ist sozusagen ein Hinlenkungsopfer, ne? Aber der Turm da unten, der ist vom Läufer C5 gedeckt. Also mal so, aber ein paar Züge vorher wäre es gegangen, wurde gerade noch erwähnt. Alles klar, ja gut, aber dann muss es ja, so, okay. So, G4, Springer F4. Also die Engine will allen Ernstes hier die Qualität opfern, ne? Das mag ja Engine-mäßig korrekt sein, aber ich sage immer, warum, ne? Das ist ein Risiko, ne? Warum sollst du das machen? Als der schwarze Läufer noch auf E7 stand, ja, aber jetzt geht's auch nicht, ne? Oder soll es das hier sein? Ups, ne, wir stehen ja im Schach auf Springer F4, ne? Auf Springer F4 stehen wir ja im Schach, also wenn wir nicht die Qualität opfern, müssen wir ja ziehen. Ja? So, und jetzt steht der Läufer nicht mehr auf E7. Also müssen es dann noch ein paar Züge vorher sein. Hier, aber hier geht's auch nicht, ne? Weil hier sind wir überhaupt dran. Genau. So, hier in der Stellung sind wir dran. Und wenn wir jetzt hier schlagen, dann schlägt er zurück. Und was haben wir jetzt? Eine Figur für zweite Bauern geopfert, ne? So vielleicht sogar noch ein bisschen unangenehmer, weil womöglich kann auch hier zwischendurch noch mal so ein Bauernschlagen mit Schach erfolgen. Nee, das glaube ich aber auch nicht, ne? So. Und hier, der G4 auf das Springerschach muss man erstmal zur Seite gehen. Oder halt schlagen auf F4, ne? Aber ne, Qualitätsopfer, da wüsste ich beim besten Willen nicht, warum ich das rechnen sollte, ne? Und auf Läufer C5 greift halt den Turm auf F2 an, ne? Und hier soll die verpasste Gelegenheit die sein, dass man was spielt? D4 spielt? Ja, okay. Ja, das ist natürlich interessanter. Da hat die Engine mal einen Vorschlag. Der kam jetzt nicht von euch, glaube ich, ne? Der kam jetzt nicht von euch aus dem Chat, sondern das ist ein Vorschlag von der Engine. Taktik. Und Taktiken kann die Engine ja, ne? Und da hat sie ja recht. Ne? Das wäre jetzt ein Vorschlag, eine deutliche Verbesserung, denn das greift den Läufer an und schlagen kann er halt nicht, weil dann tatsächlich ja der Springer auf F4 nicht mehr gedeckt wäre. Das ist die Idee. Und wenn das aber so ist, ja, da muss ja hier auf D4 der Läufer zurückziehen. Ja? Also was weiß ich was, nach A7 ziehen. Ja? Muss der Läufer vielleicht nach A7 ziehen. Und ja, aber auch dann muss man jetzt schon noch genau spielen. Ne? Da muss man jetzt schon. Man kann nicht einfach auf E5 schlagen, weil der Läufer guckt ja weiter auf den Turm nach F2. Da muss man den vorziehen. Aber das sieht natürlich schon schön aus jetzt, ne? Für Weiß. Also noch schöner. Das sieht man. Nicht nur, weil der weiße Balken links neben dem Brett so hoch schießt, ne? Gut, aber ich hub an ja zur Schlussfanfare, dass das eine Partie gewesen ist, die schon eine Art von Musterverlauf, wünschenswerten Verlauf einer Partie im abgelehnten Frohm Gambit beinhaltet, wo Schwarz nicht mit der Brechstange versucht, das Gambit doch noch, das Frohm Gambit irgendwie doch noch aufs Brett zu bekommen. Da hat er eine Methode, ne, mit G7, G5 in wilder Stellung, wo er das nicht versucht, sondern sich auf das sozusagen den normalen Spielverlauf einzulassen. Und da hatten wir hier eine ganze Menge an Motiven in der Partie, die mit dem Springer nach C4, die Idee mit B2, B3, die Idee mit Läufer G5, den schwarzen Springer auf F6 fesseln. Natürlich als allererstes der gelungene Tausch auf C6, der den Doppelbauern auf der schwarzen C-Linie auf den Feldern C7 und C6 provoziert. Das schnelle Abtauschen danach des weißfälligen Läufers von Schwarzläufer G4 und schlägt auf F3. Also das sind alles Motive, die im abgelehnten Frohm Gambit eine Rolle spielen. Und diese Motive zu kennen oder mal gesehen zu haben,
Ja, das reicht nämlich schon fast. Das ist viel wichtiger, als konkrete Zugfolgen auswendig zu lernen. Deswegen finde ich diese das abgelehnte Fromm-Gambit eben auch so interessant und so attraktiv für gerade für Einsteiger, aber auch für Fortgeschrittene, aber auch für Meisterkandidaten. Ne? Also why not? Ne? Und also ich spiele lieber mit Ideen und mit Motiven als mit auswendig gelernten Zugfolgen, und die braucht man halt, wenn man das Fromm-Gambit annimmt, behaupte ich mal. Ja. Gut, soweit bis hier. 15 Uhr. Es läuft das nächste Spiel bei der Fußball-Europameisterschaft. Ich will jetzt keinen in Verdrückung bringen. Entweder Fußball oder Schach. Jetzt haben wir ein bisschen Schach gemacht. Und ihr könnt ja immer in der Stunde zwischen zwei Fußball spielen. Ne? Wenn ihr Fernsehgucker seid, dann könnt ihr immer noch in der Stunde dazwischen ein Schach spielen. Ne? Mache ich vielleicht auch so. Ne? Aber bis erstmal hier bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und ja, spätestens bis zum nächsten Sonntag, aber vielleicht auch zwischendurch, ne, werde ich noch das eine oder andere Video entweder live streamen oder aber hochladen. Oder vor allem mal gucken, wie das mit dem Mikro hier auf Dauer ist. Ne? Ob das den Sound bringt, den ich mir davon versprochen habe. Vielen Dank bis hierhin. Bleibt gesund, spielt Schach. Der Sonntag ist noch jung. Danke und Tschüsschen. Thank you.